Ja, hallo und willkommen mal wieder zum neuen Video auf meinem Kanal. Schön, dass du mich eingeschaltet hast und ich hoffe, dass du weiterhin gesund bleibst. Heute fangen wir mal oder machen weiter bei einem ungewöhnlichen Thema auf meinem Kanal, Bau meiner Anlage. Und heute auch mit Teil 3. Heute werden wir einfach nur Streben einbauen und Fliegengitter drüber spannen und befestigen. Ja, wie ihr seht, die Streben sind Spritzgussteile. Ja, wie es aussieht, besteht mein Kanal wohl bald nur aus Spritzgussteilen. Denn, wie es aussieht, hat man noch, findet man noch mehr Verwendung für diese, für die Abfallreste für die meisten. Ja, also wie gesagt, auf meinem Kanal ist vieles mit Spritzgussteilen noch in Verwendung. Wie ihr seht, auch das, und ich kann euch versichern, es ist sehr stabil. Also, das ist genauso stabil, wenn man das Streben aus Holz machen würde. Also, ja, also ich bin da richtig überzeugt davon. Also, ich kann es auch sehr toll weiterempfehlen. Sonst würde ich einfach nur sagen, also wir hatten ja gestern die 200 Abonnenten erreicht, aber leider auch verloren, also 10 minus oder sowas. Naja, also ich sage ja nur eins, man kann natürlich, jeder darf frei entscheiden, wer wen abonnieren möchte, aber wenn man, wenn 10 Leute auf einmal verlassen und nochmal ein Dislike hinterlassen, naja, das ist jetzt nicht Thema der Sache, weil wir kommen jetzt zum nächsten Schritt. Ich habe hier dann das Fliegengitter dann ja zurechtgeschnitten und aufgeklebt, einfach mit einem Heißkleber und ja, dann einfach nur weitergemacht. Es war alles in einem Tag, denn ich habe jetzt genug Zeit für meine Modelleisenbahn. Kann sein, dass jetzt noch mehr Videos kommen zur Gestaltung. Also, ich sage mal so: Es geht endlich voran, denn es war so eine entscheidende Wendung wegen gestern, denn gestern hieß es ja auch, dass jetzt der Lockdown verlängert wird, sowohl ja auch die Schule bis zum 14. Februar, also habe ich auch mehr Zeit für meine Modelleisenbahn und ja, finde ich einerseits blöd, aber auch toll für mich. Gut, ansonsten kann man nicht so viel sagen, ich bin ja hier damit fertig geworden und ich habe auch für die meisten Ecken hier die Spritzgussteile schon mal zurechtgeschnitten. Nur ich darf es nicht zu steil machen, weil sonst müssen mehr Felsen dran und aber meist habe ich hier keine andere Wahl. Ansonsten sehen wir hier noch im Video, wie ich dieses kleine Fliegengitter aufklebe oder hier befestige. Und ja, ich glaube, im nächsten Teil werde ich wohl eindeutig weiter sein, aber hängt davon ab, was ich noch mir bestellen muss. Aber erstmal muss ich den Kleber wieder anschließen, denn er ist nicht mehr warm genug. Also können wir kurz warten. Ja, ansonsten gibt es nicht viel zu sagen. Da sind die Spritzgussteile nochmal befestigt und hier ist schon mal fertig geworden. Ja, es ist steil und hier auch und ja, war es ist ganz gut. Ich empfehle es sehr weiter, Spritzgussteile zu verwenden. Hier seht ihr es nochmal. Ah ja, um zu zeigen, ob die wirklich stabil sind hier. Also ja, die sind stabil. Ja, ansonsten gibt es nicht viel zu sagen. Die Pistole ist wieder ganz heiß geworden, also kann man jetzt auch wieder anfangen zu kleben. Ich zeige euch auch, wie ich es hier mache. Ist eigentlich ganz einfach. Einfach nur drei Punkte machen, oben, dann unten und natürlich auch in der Mitte, damit es stramm bleibt. Natürlich auch ab und zu beim Fliegengitter zu Holz dazwischen kleben, falls es da so ein bisschen unten locker noch ist. Ja, im nächsten Teil werden wir einfach mit der Zeitung weitergehen und ja. Es gibt jetzt nicht viel zu sagen hier, aber gut. Ja, das war es jetzt eigentlich auch damit. Und kommen wir zum nächsten Schritt. Das war es eigentlich auch, wie es aussieht, noch ein bisschen hier befestigen für dieses kleine Stück und mal gucken, wie ich im Geländebau weiterkomme. Denn wie gesagt, im nächsten Teil machen wir jetzt hier mit der Zeitung weiter. Die werde ich dann auftragen mit einer Masse aus Leim und Wasser. Grundieren werde ich natürlich zum Schluss. Ansonsten war es mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch so einigermaßen gefallen. Und naja, wenn es euch so gefällt und sehen wollt, wie meine Anlage Schritt für Schritt sich so ein bisschen verbessert. Ja, so Tipps brauche ich immer noch ab und zu. Also könnt ihr, naja, ein Abo dalassen oder auch ein Like. Weil, naja, gut, ansonsten war es auch mit dem Video. Ich möchte euch damit nicht stören und bis zum nächsten Mal.